Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da wiederkommen wird in Herrlichkeit, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns Gott in der Stille bitten, dass er unser Herz für sein Wort öffnet. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, ich hatte es schon gesagt, der heutige Sonntag trägt den Namen Judica, das ist lateinisch und heißt Gott schaffe mir Recht. Vor einem Jahr befanden wir uns gerade am Anfang von der Corona-Krise. Wir haben Predigten aufgezeichnet mit der Kamera. Und eine Hiobsbotschaft erreichte uns nach der anderen. Ich erinnere mich, wir hatten in Glashütte die Jugendevangelisation Jesus House. Und es war für mich eine der größten Anfechtungen damals, dass wir den letzten Abend nicht mehr, den Gottesdienst nicht mehr feiern konnten. Denn gerade an diesem Abend sollte der Aufruf ans Kreuz, der Aufruf nach vorn zur Lebensübergabe an Jesus noch mal ganz besonders erfolgen. Wir erlebten ein Osterfest ohne Präsenzgottesdienste. Der Posaunenchor hat hier in Lauenstein mit wenigen Bläsern zusammen gespielt. Das Wort Hiobs Botschaft, das steht sprichwörtlich für jede Art von schlimmen Nachrichten, die Menschen treffen können. Eine Krankheitsdiagnose, der Tod eines geliebten Menschen, ein schweres Unglück. Und dieses Wort erinnert uns an die biblische Gestalt des Hiob, die von unglaublichem, von unbeschreiblichem Leid getroffen wird. Und aus diesem Buch Hiob stammt der Predigttext für den heutigen Sonntag. Ich lese uns einen Abschnitt aus Hiob 19, die Verse 19 bis 27. Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden, ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griffel und mit Blei, für immer in einen Felsen gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staube sich erheben, und ist meine Haut auch noch so zerschlagen, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz. Der Herr segne an uns dieses sein heiliges Wort. Amen. Ich möchte kurz über drei kleine Punkte mit euch nachdenken. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das wird uns in dieser Passionszeit gesagt. Ich hatte ja gesagt, in dem Buch Hiob, da wird Hiob, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, als fromm und als rechtschaffen bezeichnet. Und dieses fromm und rechtschaffen, das zielt auf die beiden Stoßrichtungen der 10 Gebote. Er ist fromm gegenüber Gott, das heißt, er heiligt den Feiertag, er ehrt den Namen Gottes und er ist rechtschaffen in Hinblick auf seinen Nächsten. Das ist die zweite Tafel. Das heißt, er tötet nicht, er bricht keine Ehe, er verhält sich zu seinen Menschen rechtschaffen. Das heißt, dieser Hiob, der erfüllt Gottes Willen vollkommen. Der achtet die 10 Gebote, die vertikale und die horizontale Richtung der Gebote in einer vollkommenen Weise. Seine Gottesbeziehung ist tragfähig, sie ist lebendig,
sie ist in Ordnung. Und wenn wir, ich rate euch, lest euch mal das ganze Buch Hiob durch, das ist ein ungeheurer Schatz und Reichtum. Wenn wir das lesen, da erfahren wir, seine Gerechtigkeit übertrifft zu seinen Lebzeiten alle anderen Menschen. Und dann passiert etwas völlig Unfassbares. Denn über diesen Menschen Hiob, da brechen alle nur denkbaren Nöte herein, die wir uns vorstellen können. Er ist vorher ein ehrbarer Mann, er ist wohlhabend, er ist reich, er hat alles, er ist glücklich. Und in kürzester Zeit nimmt ihm Gott alles, was er hat. Hiob weiß nicht, was da passiert, aber wir, die Leser, wir wissen mehr als Hiob. Denn wir lesen am Anfang des Hiob-Buches einen Dialog zwischen Gott und dem Satan im Himmel. Und da kommt der Satan zu Gott in den Himmel und er sagt zu Gott, die Frömmigkeit und die Gottesfurcht der Menschen, das kommt nur, solange du die Menschen segnest, solange du den Menschen gibst, was sie von dir haben wollen. Gott, nimm deinen Segen weg und die Menschen werden sich von dir abwenden. Sie werden dir den Rücken kehren. Und da verweist Gott auf Hiob und er sagt, guck dir meinen Knecht Hiob an, er ist völlig untadelig, er hält alle meine Gebote. Und auch da sagt der Satan, lass Leid über ihn kommen und du wirst sehen, Hiob sagt dir ins Angesicht ab. Das ist hochinteressant. Der Satan, für den ist eine Beziehung immer nur eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ja, das wird uns noch oft begegnen. Er errechnet alles nur nach Kosten-Nutzen, wie du mir, so ich dir, gib mir das, dann gebe ich dir das. Während Gott und Hiob, zwischen den beiden passiert etwas ganz anderes. Da geht es um Gnade und Liebe. Und Gott lässt sich nun auf diese schreckliche Wette, die ihm der Satan anbietet, ein und er sagt zu dem Teufel, mein Knecht Hiob wird mir treu bleiben, auch wenn ihm das alles widerfährt. Und dann passiert das, lesen Sie das mal, in ganz wenigen Sätzen wird das beschrieben, bei einem Erdbeben werden alle Kinder von Hiob unter dem Haus, das einstürzt, begraben. Er verliert seine Tiere, seine Felder, seine Häuser, sein ganzer Wohlstand geht verloren und Gott tastet sogar seine Gesundheit an. Er wird krank und wenn damals jemand krank war, dann ist das gleichbedeutend mit sozialer Isolation. Denn Krankheit wurde immer auf Sünde vor Gott zurückgeführt. Das heißt, in dem Moment, wo der Hiob krank ist, da sagten die Leute, na, der hat irgendwas, gibt es da eine geheime Schuld, eine Sünde, die er gegenüber Gott begangen hat. Von dem halten wir lieber Abstand. Krankheit führt ihn in die soziale Isolation. Er verliert sein Ansehen, seine Ehre. Und was ganz krass ist, er verliert auch seine Ehe. Er verliert auch seine Frau. Auch wenn die Frau an seiner Seite bleibt, so wendet sie sich Gott doch innerlich von ihm ab und sie sagt zu ihm, Hiob, schwöre Gott ab, du siehst doch, was Gott für Leid über dich hat kommen lassen, wende dich von diesem Gott ab, das kann kein guter Gott sein. Bei Hiobs Frau hätte der Satan an diesem Punkt also sein Ziel erreicht. Und es wird im Text sehr schön festgehalten, das Einzige, was Hiob bleibt, ist seine nackte physische Existenz. Er sitzt in Asche und Staub und hat nur sein physisches Leben gerettet. Aber was ist das für ein Leben, bestehend aus Leid und Kummer? Und nun passiert das wirklich völlig Überraschende. Trotz allem hält dieser Hiob an Gott fest. Und trotz dieser ganzen widersprüchlichen Erfahrungen vertraut dieser Hiob darauf, dass Gott gut und gerecht ist. Und er spricht die unglaublichen Worte, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und ich muss ehrlich sagen, als ich das gehört habe, ich glaube, diese Größe hätte ich niemals. Ja, der Hiob bezieht sich immer auf Gott, er hat alles von Gottes Hand empfangen und er ist bereit, ohne Bitterkeit, ohne sich über Gott zu ärgern und sich von ihm abzuwenden, auch alles wieder von ihm nehmen zu lassen.
Hiob stellt sich in Demut und in Geduld unter Gott. Er sagt, ich habe doch so viel Gutes aus Gottes Hand empfangen, sollte ich denn da auch nicht das Schlimme aus seiner Hand nehmen? Ist hochinteressant, im Neuen Testament gibt es eine Stelle über Hiob im Jakobusbrief, da wird gesagt, von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und von dem Ende, das der Herr ihm bereitet hat. Wir werden davon noch später hören. Und dennoch muss ich sagen, wirft das Hiob-Buch viele Fragen auf. Ich denke, wir stellen uns alle die Frage, warum lässt sich Gott auf diese Wette mit dem Satan ein? Warum mutet er Hiob, den er doch so sehr liebt und auch immer wieder gegenüber dem Satan verteidigt, dieses unsägliche Leid zu? Und da muss man wissen, dass dieses Buch Hiob eine riesige Kritik am jüdischen Weisheitsdenken äußert. Denn das jüdische Weisheitsdenken, das ging von einem Tun-Ergehen-Zusammenhang lange Zeit aus. Da wurde also gesagt, wenn ich vor Gott fromm lebe, dann wird Gott mein Leben segnen. Und dieses Denken geht nicht mehr auf. Hiob und viele andere in der Bibel merken das, und das schlägt sich auch nieder in einem anderen Wort, wo es heißt, der Herr lässt die Sonne aufgehen über Gute und über Böse. Wir können das nicht so einfach sagen, dass Gott das Leben von den Frommen segnet und von den Gottlosen verflucht oder dass er dem Leben keinen Segen zuwendet, sondern Gott ist eben gnädig. Er ist Liebe. Er lässt erstmal über alle Menschen gleichermaßen seine Sonne aufgehen. Das Wort von Hiob wird uns in dieser Passionszeit gesagt, wo wir über das Leiden und Sterben von Jesus Christus nachdenken. Und damit bin ich bei einem zweiten Gedanken. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das dürfen wir im Leid erfahren. Ist ja hochinteressant, wenn Sie das ganze Buch mal lesen. Da kommen verschiedene Leute zu Hiob, unter anderem drei Freunde, Hophni, Bildad und Pinhar. Ich bin jetzt nicht ganz genau, wie der dritte Name hieß. Auf jeden Fall, diese Namen der Freunde, die stehen für die damaligen Zentren der Weisheit. Das heißt, die Freunde von Hiob, das sind die absoluten Experten in puncto Seelsorge. Und die kommen nun, die werden oft in anderen Predigten oder in Vorträgen über Hiob, wird meistens kein einziges gutes Haar an diesen Freunden gelassen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine Predigt oder einen Vortrag, eine Bibelarbeit über Hiob gehört haben. Aber das Hochinteressante ist, die Freunde machen eben nicht alles falsch, sondern sie kommen zu Hiob und sie trauern 7 Tage mit ihm, sie schweigen, sie setzen sich mit ihm in Staub und Asche und ertragen das Leiden Hiobs. Und ich denke, das ist etwas, da können wir auch ganz viel lernen, wenn wir Menschen in ganz schweren Leiden und Notlagen begleiten. Manchmal ist Schweigen mehr als Reden. Manchmal ist Schweigen Gold und Reden Silber, wie es im Sprichwort heißt. Ja, das machen die Freunde, das machen sie auch richtig. Sie ertragen in stiller Trauer das Leid Hiobs. Aber dann passiert das, woran viele Kritik üben, denn dann versuchen diese Freunde, auf das Leid von Hiob eine Erklärung zu finden. Und da sieht man, dass sie ganz im jüdischen Tun-Ergehen-Zusammenhang verhaftet sind. Denn die Freunde sagen zu Hiob, es muss doch in deinem Leben irgendeine Not, irgendeine Sünde geben, eine versteckte Schuld. Gott würde dir doch niemals dieses ganze Unglück schenken, wenn alles bei dir in Ordnung wäre. Vielleicht eine Jugendsünde, irgendein Vergehen gegenüber Gott oder hast du mal irgendjemanden ungerecht behandelt in deiner Familie? Die Freunde wollen das Leid erklären. Und das ist der große Fehler, das ist die große Tragik, dass sie sich damit wieder weiter von Hiob entfernen, indem sie das Leid erklären wollen. Sie sagen, wenn du vollkommen gerecht wärst, Hiob, dann würde dich dieses Unheil nicht treffen, denn Gott ist gerecht und Gott gibt jedem das, was er verdient. Hiob ist ganz allein. Er wird weder von seiner Frau noch von seinen Freunden verstanden.
Und das Interessante ist, obwohl Hiob ganz allein dasteht, hält er doch treu an Gott fest. Und in der größten Not sagt er: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er aus dem Staube sich erheben. Hiob vertraut darauf, irgendwann kommt der Tag, da wird Gott mir wieder Recht schaffen. Und ich denke, wenn Sie das so hören, wenn ich das so höre, dann müssen wir unweigerlich an Jesus Christus denken, an die Passion von Jesus Christus. Denn Jesus ist am Ende genauso allein und verlassen wie dieser Hiob. Jesus ist im Garten Gethsemane und er sagt zu ein paar Jüngern: Mensch, wacht mit mir, betet für mich, mir stehen die schwersten Stunden meines Lebens bevor. Und die Jünger schlafen ein. Petrus, der stärkste Jünger, der es mit den römischen Soldaten aufnehmen will, der sitzt am Feuer und eine Frau erkennt ihn und sagt: Mensch, dieser dort, der war doch mit Jesus immer zusammen, verhaftet ihn. Aber Petrus sagt: Das sei ferne, ich habe mit diesem Jesus nichts zu schaffen. Petrus verleugnet Jesus und Judas liefert Jesus an die römischen Soldaten aus. Genau wie Hiob steht Jesus ganz allein da, geht er ganz allein ans Kreuz, während die Massen schreien: Kreuzige ihn. Nacht und Finsternis senken sich über Jesus, den Sohn Gottes, herein. Und am Kreuz wird Jesus rufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich denke, wenn wir uns das mal so anschauen, da wird uns klar, warum dieser Text für den heutigen Sonntag ausgewählt wurde. Jesus und Hiob verbindet hier unendlich viel. Denn obwohl beide sich völlig verlassen und unverstanden fühlen in der Welt, halten sie beide doch an Gott fest, vertrauen darauf, dass Gott durch seine Liebe am Ende alles wiederherstellen wird, dass seine Wegführung einen Sinn hat. Beide, Jesus und Hiob, hoffen darauf: Gott wird mir Recht schaffen. Ich denke, das fällt uns ja im Leiden oft schwer, wenn wir selber einen Menschen verloren haben oder wenn wir erfahren vielleicht eine schwere Diagnose oder ein Geliebter aus der Familie, dass nur noch wenig Zeit bleibt. Da ist es schwer, den Blick wieder aufzurichten. Da ist es schwer, an Gott festzuhalten und darauf zu vertrauen, dass alles einen Sinn hat. Und damit bin ich bei einem dritten und letzten Gedanken. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das dürfen wir in Demut weitergeben. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, die handelt von einem Millionärssohn und dem war einfach alles zu eng zu Hause, zu spießig, die Regeln der Eltern, das alles hatte der satt, er wollte das nicht mehr mitmachen und er wusste genau, wo der Sef seines Vaters steht, kein Problem. In einer Nacht, als die Eltern oben im obersten Stockwerk schlafen, da schleicht er sich in das Arbeitszimmer seines Vaters. Er nimmt den Schlüssel, er öffnet den Safe, er nimmt eine 500.000 Euro raus und dann ab durch die Mitte, er zischt fort, er verlässt seine Eltern ohne Abschied, ohne Tschüss zu sagen und er bringt dieses Geld im Nachtleben durch in einem wilden, ausschweifenden Leben und irgendwann, das kennen Sie alle, da ist es schön, wenn am Monatsende immer wieder ein bisschen was obendrauf kommt. Irgendwann ist auch der größte Berg Geld abgeschmolzen. Und so geht es diesem Sohn. Das Geld ist irgendwann weg. Und da erinnert er sich: Ja, Vorsicht, Moment mal, bei meinen Eltern, da liegt doch noch viel mehr im Safe bei meinem Vater. Und wieder schleicht er sich nachts in das Haus seiner Eltern. Er geht ein zweites Mal an den Safe, öffnet die Tür. Und da liegen auch schön geordnet die Bündel zusammengebunden, die 100-Euro-Scheine vor ihm. Nur diesmal hat sich noch was geändert. Denn oben auf diesen Schein liegt ein Brief. Und auf diesem Brief steht: Mein letzter Wille, mein Testament. Und das interessiert den Sohn nun, was der Vater wohl als seinen letzten Willen formuliert hat. Denn er denkt: Ach, der Alte, der hat mich bestimmt enterbt, nachdem ich einfach so abgezischt bin, will der mit mir nichts mehr zu schaffen haben. Und da macht dieser Sohn den Umschlag seines Vaters auf
Und was er dort liest, das haut ihn um. Denn dort steht: Mein ganzes Erbe vermache ich meinem über alles geliebten einzigen Sohn, wenn er zurückkommt. Er soll wissen, dass ich ihm nichts nachtrage. Ich bin bereit, ihm alles zu vergeben. Er ist und bleibt doch immer mein geliebter Sohn. Und der Sohn kann das nicht fassen, dem zieht es den Boden unter den Füßen weg und der klopft an das Schlafzimmer, an die Schlafzimmertür seiner Eltern. Er versöhnt sich mit seinem Vater. Diese Botschaft des Testamentes haut ihn um. Die ändert sein Leben. Die Liebe Gottes, die zieht den Sohn wieder zurück. Und das ist die Logik Gottes, seine Gnade und seine Liebe. Das kennen Sie, die Geschichte vom verlorenen Sohn, der sitzt im Schweinestall an der unangenehmsten Stelle für einen frommen Juden bei unreinen Tieren und dort überlegt er sich, Mensch, wie schön war das im Haus meines Vaters. Und er stellt keine Ansprüche. Ne? Dieser Sohn, dieser verlorene Sohn, er ist absolut demütig. Er nimmt sich vor, ich gehe zu meinem Vater, ich biete ihm an, ich werde einer deiner Tagelöhner, der untersten Menschen in deinem Haus. Ich werde ein einfacher Tagelöhner, nur lass mich bitte wieder in dein Haus. Und diese Haltung der Demut, der Vater kommt dem Sohn mit offenen Armen entgegen, er umarmt ihn, er setzt ihn vollkommen wieder in die Sohnschaft ein. Das ist eine vollkommen andere Logik als die Logik, die in unserer Welt herrscht. Das ist eine vollkommen andere Logik als die Logik, die der Satan oder die auch Menschen immer wieder aufstellen. So ist Gott. Anders als wir uns das denken, anders als irgendwelche Philosophien und Weltanschauungen sich das vorstellen, auch ganz anders, als sich das die Freunde von Hiob in ihrem Kopf zusammenreimen. Gott glüht vor Liebe, Gott ist Gnade. Und der Hiob, der schreibt ja hier, er möchte das mit einem eisernen Griffel für die Nachwelt festhalten, in Stein meißeln, diese Worte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß nicht, wenn Sie so über Friedhöfe gehen, auf vielen Grabsteinen liest man dieses Wort, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er aus dem Staube sich erheben. Ich habe schon bei vielen Trauerfeiern über dieses Wort gesprochen. Nun ist das Erstaunliche, was wir von Hiob lernen können, dass er in Demut durch alles hindurch an Gott festhält. Und da ist die Frage, wie schafft dieser Hiob das? Ich habe mich das immer gefragt und ich habe mir immer gesagt, ich wäre viel zu schwach. Ich würde schon, wenn mir das erste Kind genommen würde, gut, da würde ich vielleicht mit Freunden, das würde ich noch aushalten. Aber wenn Gott mir alles nehmen würde, was ich habe, ich könnte für nichts garantieren. Wie schafft Hiob das, dass er diese Anfechtungen aushält? Und da habe ich noch drei ganz kleine Punkte. Er nimmt alle Not aus Gottes Hand und er weigert sich, sein Schicksal irgendeiner anderen Macht zuzugestehen. Ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges, alles aus Gottes Hand nehmen und wieder Gott zurückgeben. Ja, Sie erleben das ja im Buch Hiob, der Satan ist keine eigenständige Macht, die machen kann, was sie will, sondern der Satan bekommt immer nur so viel Macht zugestanden, wie Gott ihm einräumt. Das ist auch eine ganz interessante Beobachtung, der kann nicht agieren, wie er will. Das Zweite, Hiob klagt Gott seine Not. Ich denke, das ist auch für uns richtungsweisend, wenn wir in Not sind, sollen wir das mit unserer Klage, sollen wir vor Gott kommen. Die Verbindung zwischen ihm und Gott reißt niemals ab. In der Bibel heißt es, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und hier bleibt nicht in den Warum-Fragen stecken, warum passiert mir das, warum sind alle meine Familienmitglieder gestorben. Er erlebt Gott scheinbar als Feind und er erglaubt Gott aber als Freund. Das ist eine ganz wichtige Beobachtung. Hiob erlebt Gott als Feind scheinbar und er erglaubt ihn als Freund. Und ich denke, darum geht es, dass wir Gott immer wieder als den erglauben, der er ist, nämlich der Fürsprecher,
der in Jesus Christus für uns ans Kreuz geht, der uns liebt, der himmlische Vater, der alles geschaffen hat. Demütig vertraut sich Hiob immer wieder Gott an. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich aus dem Staub erheben. Dieser Erlöser, das ist Jesus Christus. Das ist der, der ans Kreuz gegangen ist und in dem sich Gottes Liebe zu uns wie an keinem anderen gezeigt hat. An diesem Kreuz schafft Gott allen Menschen Recht, indem der Gerechte für die Ungerechten stirbt, damit wir in Gottes Gegenwart leben können. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in unserem Heiland Jesus Christus. Amen.